Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Black Ops 2 Botmatch. Und ich habe mir zur Abwechslung mal wieder ein bisschen Abwechslung überlegt. Und zwar, das ist die Klasse, mit der ich spiele, relativ normal, aber wir spielen mal... Nein, wir spielen mal, nein, wir spielen mal frei für alle. Und die Bots habe ich auf Söldner gestellt, 9 an der Zahl, damit auch ein bisschen Action abgeht und natürlich auch eine schön kleine Map mit Hijacked. Ich habe Hunterkiller, Wächter und Blitzschlag dabei und fang einfach an. Let's go! Frei für alle! Jeder weiß, was zu tun ist. Legen wir los. So, liebe Leute, das wird ein ganz, ganz großes Gemetzel hier. Hoffe ich doch zumindest. Und ich würde mir wünschen, dass ich gewinne, aber dass es nicht so einfach aussieht. Wir werden sehen. Ah! Stirb! Geh weg. Geh doch weg jetzt. Hunter-Killer-Drohne in Bereitschaft. So, da hinten ist gerade nichts los. Und go. Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Cool, wir haben schon was getroffen. Das ist nicht schlecht. Oh, scheiße. Da habe ich viel zu spät reagiert. Der kam auch tierisch ungünstig, der Kerl. Das ist natürlich saudumm eigentlich, mitten über diesen Platz zu laufen, wenn von allen Seiten geballert wird. Da hätte ich mir eigentlich denken können, was passiert. Alter, wieso treffe ich denn gerade gar nichts mehr? Und ich bin tot. Irgend so ein Spaßhahn geht da aber auch ganz schön ab. Wir haben hier schon 11 zu 9, das heißt, einer ist mir ganz schön auf den Fersen. Der war sogar eben kurzzeitig vor mir. Okay, er ist tot. Der aber jetzt auch. Den krieg ich. Yes! Ah, Mist, nur ein Hitmarker. Wo ist der denn? Ja, ich weiß, ich schieße gerade nicht so toll, aber... Solange ich vorne liege, ist das doch schon mal die halbe Miete. Ich nehme gerade mal hier die Schrotflinte mit. Ups! Ha! Hunter-Killer-Drohne so. Wächter ist einsatzbereit. Hier oben ist niemand. Alter, wie hat der mich denn da oben gesehen, bitte? Hm? Jungs! Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Mist, wieder zu langsam. Boah, da war ich von der Mine zu abgelenkt. Der ist gar nicht in die Granate gelaufen. Na danke. Ah, Mist. Jetzt wollte ich lustig einen auf Pistole machen, aber war nix. Ah, oh. Und weiter geht's. Hilfe! Wir gucken mal, ob wir noch einen coolen mit der Granate hinkriegen. Zack. Leider nein. Zack. Gut.
Dann eben nicht mit der Granate, dann eben die gute alte Handarbeit. Und dann schauen wir doch gleich mal nach, wer der Kollege war, der mir hier so auf den Fersen war, am Anfang. Nur am Anfang. So ziemlich jeder von denen ist eigentlich recht gut dabei gewesen. Verhältnismäßig. Ich habe auch schon gegen stärkere Söldner gekämpft. Aber das soll jetzt gar nicht Thema sein, sonst laber ich wieder so lange. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schönen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Tschüss.